Gottfried Wilhelm Leibniz war einer der letzten Universalgelehrten und eigentlich beim Herzog in Hannover angestellt. 1691 übernahm er zusätzlich die Leitung der Herzog-August-Bibliothek. Dort brachte er als erster eine wissenschaftliche Systematik in das Bibliothekswesen. Außerdem regte er den Bau eines neuen Bibliotheksgebäudes, der Rotunde, an. Heute steht die Sonnenuhr an dieser Stelle. Was hat Leibniz noch in Wolfenbüttel gemacht? Eine der großen Erfindungen, von denen wir heute noch in der Computerwissenschaft profitieren, wurde von Leibniz hier in Wolfenbüttel entwickelt, und zwar das, was wir heute unter dem binären System verstehen. Von ihm damals als dyadisches System bezeichnet, beruht eigentlich darauf, dass man unser Dezimalsystem reduziert und sozusagen in einem Potenzsystem der Zweierpotenzen versucht, die Zahlen zurückzuführen und auszudrücken, was dann sehr viel einfacher war. Und wer weiß, ob ihr euch ohne Leibniz' Erfindung des binären Systems heute dieses Video ansehen könntet.